Und zurück zur Kampagne, Star Wars Battlefront 2. Ich denke mal, das ist die letzte Mission jetzt. Allzu lange, glaube ich, kann es nicht mehr gehen. Ich bin echt gespannt jetzt. Wegrotzen hier. Ich brauche Heilung. Vielen Dank. Okay, haben uns angestromt. Waren die hinter uns? Oh, hinter uns! Alter Schwede. Die haben wir gar nicht gesehen gehabt. Danke. Stirb doch, Mensch. Kannst du mich mal heilen? Schon besser. Ey, wo kommen die denn immer her, Mensch? USA. Na, was gibt's denn hier noch für Waffen? Die, glaube ich, war doch gar nicht schlecht vorher. Dann probieren wir die nochmal aus. Ihnen Stromstoß.
besser. Das ist, wo die immer herkommen hier. Immer stehen die hinter mir. Sind endlich frei hier, oder was? Schauen wir mal rüber. Sollte funktionieren. Vorwärts. Okay, ich denke mal, hier müssen wir hoch. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Okay, irgendwas haben wir freigeschaltet. Okay, schießt kann ich jetzt gerade nicht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen, los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von hier weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh, überlebe, lebe. Ja, doch nicht so ein Arsch, anscheinend. Wenn sie mir die jetzt vor der Nase wegschnappen. Ich komme da. Bis zur Asche. Und der Dell ist auch da. Es ist so still. Aiden, es ist vorbei. Wir haben gewonnen.
Aufhören! Aufhören! Oh, jetzt aber. Jetzt gibt er aber Gas, ja? Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Jahrzehnte später. Pilio. Sith-Lord. Hallo. Wir haben... Clip. Bring mich zum Gefangenen. Ah, Kylo Ren, okay. Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Ich werde gar nichts sagen. Hä? Du glaubst, das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Wird es nicht. Ist er in seinem Kopf drin? Okay. Hier war dein Anfang. Du hattest Hoffnung, das Imperium würde dir Mut geben. Fühlst du dich jetzt mutig? Sie reden. Wo ist sie jetzt?
Was wollen Sie eigentlich, Ken? Nun, wir werden es abwarten müssen. Ein Hoch auf Admiral Perseus. Aiden Versio. Sie war mutig genug für euch beide. Ich komme zuerst hier zuletzt. Sie hat dich ruiniert. Du bist ein geborener Feigling. Oder sterben. Aiden Versio hat dich zum Verräter gemacht. Du denkst, sie hätte dich verändert. Dass eure Tochter dich verändert hätte. Die wird jetzt ready. Hier nochmal, ne? Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's weiter. Du warst schon mal hier. Was gefunden. Deinen Glauben. Die Jedi. Warum helfen Sie mir? Der Glaube brachte dich zur Macht. Die Macht brachte dich zum alten Mann. Es war dumm, hierher zurückzukommen. So haben sie dich gefunden. Bisschen verwirrend, muss ich sagen. Vardos. Wo deine Familie untergeht. Wo du untergehen wirst. Du irrst dich. Die Karte. Ich sage es nichts. Thank you.
Habt ihr noch einen? Nee. Bajora. Ich hab, was ich wollte. Wer gehört Ihnen? Räumen Sie hier auf. Wie geht's dir, Dell? Ah. Der Husk. Erspar mir die Floskeln, Husk. Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst nicht den Held spielen. Denn du bist kein Soldat mehr. Sieh dich an, du Feigling. Du hast deine Waffe angetauscht. Wofür? Vaterschaft oder Frachtverkehr auf der Corvus. Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht. Du hast mich enttäuscht. Wir haben uns verändert, oder? Hä? Sieh dich an. Du warst doch immer tot. Tja, Aiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Wie es aussieht. Husk. Gideon. Bitte. Lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Also, Projektwiederbelebung kann weitergehen wie geplant. Im Gegenteil, Claire. Ich habe dich gewählt, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Jinnata Sicherheit das System überlassen. Und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Pelio-Operation und verdoppelt. Wir vereinfachen unsere Arbeit auf Atola. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Couch. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus. Okay, Leute, das war's mit der Story, aber was ich gelesen habe, soll es noch weitergehen. Wenn DLC-Packs rauskommen, dann sollen immer wieder mal 1, 2, 3 Missionen kommen von der Kampagne. Die werden wir uns natürlich anschauen. Aber was ich so jetzt gesehen habe, war es ganz cool. War nur ein bisschen kurz, finde ich. Aber rein von Action her und sowas, gar nicht schlecht. Gut, damit verabschiede ich mich von dem Let's Play-Projekt. Danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch auch so gefallen hat wie mir, lasst mir doch ein Abo da, ein Like oder einen Kommentar. Würdet mich sehr, sehr unterstützen. Bis bald, ciao, ciao. Euer Andi.